Kräfte nähern sich. Diese Medikamente dringend gebraucht. Die Küstenwache hat Hell geschnappt. Er war auf dem East River in einem alten Militärschlauchboot unterwegs. Mit 50 Kilo Koks. Hat den Motorschaden. Ist das ein Witz? Nein, Ma'am. Wo bleibt dann das Feuerwerk? Ich will Champagnerkorken knallen hören. Als wir sie eingebuchtet haben, hat sie nur gegrinst. Ich habe sie gefragt, ob sie sich freut, wieder zu Hause zu sein. Und sie hat mich angespuckt. Hat gesagt, ja, weil ich euch jetzt alle mitnehme. Sie glauben, sie ist infiziert? Ich bin gerade in der Klinik. Sie sehen. Kommen Sie ruhig her und sehen Sie mal. Rhodes rastet aus. Er will das Kraftwerk unter JTF-Kontrolle bringen. Das ist egoistisch. Das ist es. Ich versuche, meine Familie zu schützen. Hätte ich gedacht, dass es so hart wird. Deine Familie ist nicht wichtiger als alle anderen. Leute wie du haben uns diesen Schlamassel erst eingebracht. Das müssten sie. Mein Rücken ist Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Ich brauche dringend Schmerzmittel. Diese Ware ruft gerade zu einer
Na, das nenne ich mal eine Verbesserung. Sie sollten das in Rechnung stellen. Ausgezeichnet. Endlich können wir all den Kindern und Säuglingen eine angemessene Pflege bieten. Ganz zu schweigen von den Schwangeren. Mit mir stimmt was nicht. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Hoffentlich muss ich ab jetzt von niemandem mehr weglaufen. Wir sehen uns dann später. Weiter so. Gut, dass Sie das Hauptquartier der Cleaners geschlossen haben. Das ist genau das, was ich brauche. Kommunikation. Jetzt können wir mit unseren Agenten während Einsätzen besser in Verbindung bleiben. Gut gemacht. Danke, dass Sie Captain Benitez den Arsch gerettet haben. Keine Zeit. Machen Sie weiter so. Bleiben Sie cool da draußen. Dass Sie was kaufen wollen. Genau, was ich brauchte. Zentrale an Patrouille. Wir haben Medizingüter in einem Park an der 42. West geortet. Wir brauchen Hilfe bei der Bergung. Vermisste Vorratskiste geortet. Sich.
Kräfte nähern sich. Wir haben Meldungen über ein paar randalierende Rikers. Ich will Ihnen hier keine Umstände bereiten, weil Sie ohne Zweifel eine unglaublich wichtige Persönlichkeit sind. Aber wenn Sie sich darum kümmern könnten, wäre das ein Traum. Medikamente zu denen, die sie brauchen. Laufen? Tut, was zu tun ist! Agent, wir haben Meldungen über ein paar randalierende Rikers. Ich will Ihnen ja keine Umstände bereiten, weil Sie ohne Zweifel eine unglaublich wichtige Persönlichkeit sind. Aber wenn Sie sich darum kümmern könnten, wäre das ein Traum.
Arbeit erledigt. Nicht, dass ich je daran gezweifelt hätte. Wachen Sie eigentlich manchmal morgens auf und freuen sich, wie cool es ist, Sie zu sein? Ende der Durchsage. Nein, ich mach keine Witze. Ich bin's leid, andere Leute Müll zu riechen. Und ich kann nicht mehr U-Bahn fahren, ohne dass mir die Hüften von irgendeiner Tanztruppe vor dem Gesicht kreisen. Und Taxis, Gott. Ich könnte ebenso gut selbst fahren. Ach, bitte, du weißt, du liebst es hier. Schatz, du bist hier. Und ich liebe nur dich. Das ist was anderes. Division-Agenten, ich höre von Waffengeschäften bei den Gleisen nahe der 45. West in Clinton. Bitte um Unterstützung. Weniger als gedacht. Sie betreten einen sicheren Bereich. Warnung! Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. An alle Division-Agenten, ich höre von Waffengeschäften bei den Gleisen nahe der 45. West in Clinton. Bitte um Unterstützung. Alles in funktionierendem Zustand. Waffen weniger als gedacht.
RTF-Verstärkung angefordert. Warnung! Gegner nähern sich! Warnung! Feindkräfte nähern sich! Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Alarm! Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Agent. Ab hier übernehmen wir. Wie haben Sie das gemacht? Die versuchen es mit Unterdrückungsfeuer. Schlag die Zünder. Daten gescannt. Lade das. Wagen Sie einen Blick, bevor es ausverkauft wird. Ich habe die Farm gekauft. Was sagst du? Ja, ich habe eine Farm gekauft. 16 Hektar Land in Virginia. Du machst Witze. Direkt in der Blue Ridge. Fast alles gerodet, nur etwas Wald hinten raus. Und es gibt ein Gehöft. Ich werde Hühner züchten. Du bist ein Stadtjunge. Du hältst da keine Woche aus. Vielleicht halte ich es hier keine Woche aus. 4 Leute aus meinem Haus liegen mit dieser Grippe im Krankenhaus. Einer ist tot. Ich verschwinde. Und das solltest du auch. Daten gescannt. Lade Dateien. Wir haben einige belastende Beweise gefunden, dass große Firmen nachlässig waren. Und die Vermutung, dass jemand dem Heilmittel dichter auf der Spur war, als wir dachten. Wir müssen die Person finden, von der die Beweise stammen. Wir suchen nach einer Whistleblowerin, einer Wexix-Angestellten namens Julie Walters. Sie wurde zuletzt in der Zentrale von Wexix gesehen. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Tut mir leid, Sir, aber ich muss Sie bitten zu gehen. Wir wollen uns nur trocknen. Gönnen Sie uns eine Pause. Tut mir leid, aber Sie müssen die Sachen mitnehmen und den Bereich verlassen. Das ist Privatbesitz und Sie halten den Verkehr auf. Hier ist kein Verkehr, Mann. Ach, kommen Sie.
Schatz, hör zu. Mir ist egal, was die Andersons dir gesagt haben. Hey, pass doch auf! Nein, nicht du. Schnapp dir die Kinder und vergiss Melissas Medikament nicht. Wir verlassen die Stadt. Das sind keine Monster, Mr. Valesi. Ich werde noch mal versuchen, sie zu überzeugen. Judy, das ist eine Story. Egal, ob Sie sie überzeugen oder nicht. Hören Sie, Sie müssen das ja nicht selten. Aber wenn Sie mir eine Art Beweis liefern könnten. Ich muss los. Ich rufe zurück.